Alles Mögliche, sicher auch viel Krimskrams, aber man kann auch was wirklich Tolles tun, nämlich einem Kind in einem Feriencamp in Brandenburg eine Woche Top-Ferien ermöglichen. Ja, ausgedacht hat sich das die Stadtmission Berlin. Auf die Plätze, fertig, Urlaub. 42 Berliner Kinder machen im Moment genau das. Im Erlebniscamp in Gussow am Doldensee, eine Stunde südöstlich von Berlin. Eine Woche verbringen die Kinder hier im Camp mit jeder Menge Action. Langeweile kommt ganz bestimmt nicht auf. Dann machen wir auch so Nachtwanderungen und alles Mögliche. Wir gehen heute schwimmen, man kann Workshops machen, es gibt ein Kids, wie heißt es? Kids Club. Kids Club. Ja, wir machen unterschiedliche Spiele halt. Und macht das alles Spaß? Es macht übertrieben Spaß. Von Sport und Basteln bis zum Video-Workshop ist alles inklusive im Ferienpaket. Eine Woche kostet 150 Euro. John aus Johannisthal war noch nie so richtig im Urlaub. Zu Hause ist das Geld knapp. Ich habe noch keinen großen Urlaub gemacht in irgendwelchen Ausländern, nur mein Vater, aber alleine. Das war sein Job, fuhr nach London. Ich war eigentlich nur in Königstein, das war das Weiteste. Auf die Plätze, fertig, los! Für Johns Reise hat ein Urlaubspate bezahlt. Aber Gussow, das soll kein arme Kindercamp sein. Es ist ein Camp für alle. Das funktioniert, weil sich 17 Ehrenamtliche rund um die Uhr kümmern, ohne dabei einen Cent zu verdienen. Wie Annelie, die gerade ihr Abitur gemacht hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich was mit Kindern machen möchte später, weil mir das einfach total viel Spaß macht und die Kinder haben selber Freude daran. Es gibt einem auch irgendwas zurück, wenn man den Kindern was geben kann. Das ist halt auch für uns ein schönes Gefühl und macht echt riesen Spaß. Stefan Boschek von der Berliner Stadtmission leitet das Camp. Er findet, alle Kinder verdienen ein Ferienabenteuer und dafür sind sie hier genau richtig. Hier ist kein Handyempfang, hier ist ganz schlecht Internet zu bekommen. Sie sind quasi nur auf uns fixiert, auf die Kinder hier, auf das Gelände. Wir sind hier umschlossen von Wäldern und Seen und ich glaube, es tut den Kindern einfach mal gut, aus ihrem Großstadtghetto, aus dem ganzen Smog dort nochmal rauszukommen, hier in die Natur. Und schmecken tut's offenbar auch in Gussow. Für eine Urlaubspatenschaft ist es übrigens noch nicht zu spät. Wir brauchen Finanzierung. Wir haben Kinder mitgenommen, dessen Finanzierung noch nicht steht. In der Hoffnung, dass sich Menschen finden, die sagen, ich gebe noch mal 150 Euro für ein Kind. Es darf also gerne noch gespendet werden. Und es gibt noch freie Plätze im Camp. Für die Woche vom 15. Juli. Für alle Kinder zwischen 8 und 13, aber auch und ganz besonders für diejenigen, die auf einen Urlaubspaten angewiesen sind. Und John, der freut sich dieses Jahr sogar auf den ersten Schultag. Also ich werde erzählen, dass ich in das Camp Gag gegangen bin, das wirklich sehr toll ist, hat eine gute Ausstrahlung, das ist sehr schön dekoriert auch alles. Und dass es auch niemand kennt, bin ich auch froh, dass es niemand aus meiner Schule hier ist. Kann ich den schön angeben. Und wenn Sie wollen, liebe Zuschauer, dass noch mehr Kinder so strahlen wie John eben, dann werden Sie doch einfach Urlaubspate. Wie es geht, das erfahren Sie auf unserer Seite oder auf der Seite von der Berliner Stadtmission.